Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Richtig. Und, ich dachte mir, wir, gehen mal wieder aufs Schiff. Willkommen, Kommandant. Einen Moment bitte. Ja, natürlich. Denn wir haben jetzt ganz viele Nebenquests, um die wir uns kümmern wollen, müssen, wie auch immer. Und, ach komm. Genau. Genau. Die Grissom Akademie. Die Grissom-Akademie muss zwar evakuiert werden, bevor die Reaper sie zerstören, aber das Schiff, das das übernehmen sollte, sendet ein gefälschtes Signal. So, wo ist die Grissom-Akademie? Sieht aus, ihr Allianzgebiet wird also weiter unten irgendwo sein. Huch. Ach, der Petra-Nebel. Sehr schön. Was haben wir hier? Gilead Abdi? Hat? Gottes Willen. Gilead ist der größte Himmelskörper im kleinen Belt. Ein Zwerg aus Gestein und Eis, auf dem Nickel abgebaut wird. Vor kurzem hatte er eine Kollision mit einem anderen Asteroiden. Die Bewohner wurden einige Wochen zuvor gewarnt und stellten Aufzeichnungsgeräte auf, bevor sie den Planeten evakuierten. Nachdem sie die Aufnahme des Einschlags an Extranet an Nachrichtenagenturen verkauft hatten, stellten sie fest, dass sie nun praktisch berühmt waren. Ein wenig wohlhabender als zuvor und ein wenig wohlhabender als zuvor. Von den 221 Bewohnern sind nur 25 im Nickel-Geschäft geblieben. Die anderen sind zu Beck gewechselt. Nicht so gut? Ah, schade. Joppa. Joppa ist ein Jupiter-ähnlicher Wasserstoff-Helium-Gigant mittlerer Größe, der nah genug ist und stark genug reflektiert, um am Nachthimmel von Elysium gesehen zu werden. Seine Unlaufbahn ist retrograd, was darauf hindeutet, dass er extrasolar ist und eingefangen wurde. Konsortien von Menschen und Alien streiten heftig um die Rechte zum Helium-3-Abbau, weil die günstige Position von Elysium entlang der Handelswege hohe Profite verspricht. Mhm. Sidon. Sidon ist ein großer erdähnlicher Planet mit weitläufigen, kalten Wüsten und einer Exosphäre, die hauptsächlich aus Kohlenmonoxid besteht. Dennoch waren Allianzstrategen von seiner Gravitation angetan und errichteten dort in den späten 2160er Jahren eine kleine Kuppelanlage zu Forschungszwecken. Das Projekt wurde geheim gehalten, bis vor kurzem Söldner der Blue Suns, die angeblich an einem Überfall auf die Einrichtung beteiligt waren, festgenommen und vor Gericht gestellt wurden. Investmentfirmen von Elysium, die dadurch negative Publicity befürchteten, beeilten sich zu versichern, dass es auf Sidon keine militärischen Anlagen mehr gäbe und der Planet durch aktuelle Verbesserungen der ÜLG-Technologie nur Minuten von der Gartenwelt entfernt liege. Ob diese Aussage nur eine Marketing-Hype schön sollte, bleibt abzuwarten. Na, so ist es. So, Elysium. Auf der Suche nach einer Kolonie für seinen Ruhestand sagte Allianzheld John Grissom, er wolle eine, auf der die Sonne den Anstand hat, zu einer vernünftigen Zeit unterzugehen. Elysium erfüllt dieses Kriterium, dazu noch viele andere, darunter geringe Gravitation, erträglicher Druck und ein angenehmes Klima. Menschen und Aliens strömten in den Anfangsjahren der Kolonie in Massen in dieses alpine Paradies und auch heute noch sorgen Besucher und Einwohner für ein stetiges, geschäftiges Treiben. Ein Hauptproblem auf Elysium ist die Sicherheit. Der Planet wurde mehrmals von Piraten oder Söldnern überfallen, wie etwa beim skilianischen Angriff von 2176. Der Luftraum wird von mobilen planetaren Verteidigungskanonen geschützt, aber es gibt nur wenige gepanzerte Raumschiffe. Material und Freiwillige von Elysium bildeten einen Teil der zweiten Allianzflotte, die in der Nähe von Arcturus stationiert war, bevor sie von den Reapern vernichtet wurde. Ne? Was haben wir auf Tyra? Tyra ist umgeben von einer dichten Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenmonoxid, die den Planeten zu einem glühenden Ofen macht. Aschewolken aus Vulkaneruptionen lösen häufig Gewitter auf der Oberfläche aus und der Großteil der Rohstoffe ist so arm an Metallen, dass sich der Abbau nicht lohnt. Nicht wahr. Die Grissom Akademie.
Die erklärte Aufgabe der 1976 gegründeten John Grissom Akademie besteht darin, eine Studentenschaft zu fördern, die sich durch Spitzenleistungen und was? Diese Sätze sind manchmal komisch gebaut, ne? Die sich durch Spitzenleistung in und Leidenschaft. Das ist ein Wort zu viel. Und Leidenschaft für Mathematik, Wissenschaft und die freien Künste auszeichnen. Alle Studenten sind Menschen und zwischen 13 und 25 Jahren alt. Die Einrichtung bietet auch Unterricht für biotisch Begabte an, was allerdings nicht groß beworben wird. Das Ascension Project der Schule will diese Studenten ausbilden und sie danach in die normale Gesellschaft integrieren. Die passiven Sensoren der Normen, die registrieren mehr als ein Dutzend Wärmequellen in der Nähe der Anlage, jede davon mit der Größe und Intensität des Antriebskerns eines Jägers. So, und wir nehmen natürlich diesmal die beiden Neuen mit. Edi und Gareth. Jawohl. Und wir haben neue Waffen. So. Gewicht, was interessiert mich das Gewicht? So, das ist die bessere. Haben wir da Waffenbots für? Haben wir tatsächlich. Erstmal das hier. Und, achso. Bestätigen wir. Sturmgewehre. Da haben wir nur eins. Können wir auch modifizieren, das ist schön. So. Also. Pistolen. Haben wir keine Mods zu. Huch. Auch die hat weniger Schaden. Okay. Achso, zweimal Schalldämpfer wird wohl nicht viel bringen. So, ein Großkaliberlauf. Einer würde reichen. So, was haben die? Auch und hier und. Sehr schön. Auch mit Waffenmods wieder vollpacken. Alle meine Leute sollen ja auch schließlich einheitliche Waffen kriegen, ne? Edi hat eine ohne und eine Pistole mit einem normalen Waffenshot Mod. Das ist perfekt. Wir haben 8 Punkte. Das ist schon mal sehr schön. Und da würde ich sagen, er hat den Schaden um 50%. Ja, das sieht perfekt aus. So, werfen. Schleudern Sie Ihre Gegner mit der. Okay, ziehen. Holen Sie Ihre Füße. Hilft es den Gegner von den Füßen. Boah, das ist natürlich nice. Ich glaube, ziehen ist besser als werfen sogar noch. So. Edi hat 31 Punkte. Verbrennen Sie Ihre Gegner und deren Panzerung. Überlastung. Überlasten Sie die effektiv gegen Schilde natürlich. Ich mache erstmal das mit den Schilden. So, Schaden trifft ein Ziel mehr innerhalb von 8 Metern. Dann mache ich lieber das mit dem Schaden. Machen Sie schwächere organische Feinde kurzzeitig handlungsunfähig, okay. Nee, die soll lieber schon puren Schaden quasi machen. So, in Verbrennung ist das andere, das auch ganz interessant klang. Erhöht den Schaden, erhöht den Wirkungsradius. Nee, dann lieber wirklich nur den Schaden. Achso, der hat nur noch einen Punkt. Okay, tut mir leid. Gabriel hat 31. Der hat auch Überlastung, aber das brauchen wir dann ja nicht. So. Das hat eh einen kleinen Radius, da können wir auch nur Schaden machen. Sie können mit dem Betäubungsschuss Ziele verbrennen, einfrieren, stören, warpen oder ihre Panzerung durchdringen. 10 Sekunden lang den Schaden gegen. Nee, das finde ich schon besser. So, Überlastung. Überlasten Sie Gegner, Panzerbrechende Munition.
Verbessert Waffenschaden. Das ist natürlich so allgemein, ne? Wir nehmen die Munition. So, Gruppenmitglieder erhalten ihre Munitionskraft mit 50% Effektivität. 50% ist eigentlich schon nicht wenig. Also, mehr Punkte haben wir eh nicht. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Und mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück. So, die hat lieber die Pistole und er hat sein Maschinengewehr. So. Verstanden. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Versuchen, aber werden sie nicht schaffen. So. Können wir da durch? Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Und Anderson? Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Was ist mit den Studenten? Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Ich
Orion-Halle. Ah, ID hat schon was, ne? Oh, fuck. Studentenentführung. Du wirst niemanden hier töten. Ja. Ach komm schon. Ich bin friedlich. Wer ist das denn? Cola-Dose? Hallo? Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Okay. Ich werde sie retten. Keine Sorge. Ja, natürlich. Ah, Munition. Ach, verdammt, das war hier, wo wir hergekommen sind. Verdammt. Ja, natürlich. Huch, was ist das denn? Stabilitätsdämpfer. Ist auch nicht richtig. Wo müssen wir denn hin? Alle Türen sind irgendwie verriegelt. Verstehe ich nicht. Hä? Wo muss ich? Retten Sie die ja, das ist richtig alles. Oh, hier ist noch ein Datenpad. Das hätte ich beinahe übersehen. Ich weiß noch nicht genau, wo lang. Aber hier habe ich. Hä? Nein, eine Karte gibt's nicht mehr, verdammt. Dann geht's nur zurück. Wow. Der macht immer so komische, hektische Bewegungen. Hier kommen wir nicht durch. Das ist doch unfassbar hier. Hier lang? Ja, auch nicht. Entweder ist das ein Bug. Oder. Nee. Oder. Ach komm, das kann's doch nicht sein. Hausaufgabenkorrektur. Gegner ohne Schild nähert sich auf 2 Uhr. Gegner mit Schild nähert sich auf 12 Uhr. Beide sind mit schweren Waffen, Pistolen bewaffnet. Effektivste Methode, sie auszuschalten? Ihre Antwort, Schockwelle. Korrekte Antwort, Singularität, gefolgt von Warp. Kommentar des Ausbilders. Schockwelle gegen Gegner mit Schild ist nicht effektiv. Ihre Barriere hält gegen schwere Pistolen lang genug, damit ihr eine Singularität beide erwischt. Dann Warp auf das instabile biotische Feld, das die Singularität erzeugt hat, löst Explosion aus, die beide Gegner neutralisieren. Ach, so was lernen die hier. Das ist ja höchst spannend. Hilft uns nix. Was?
Haben die gerade einfach einen unschuldigen... Wow! Die haben gerade einfach einen unschuldigen Studenten erschossen, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, Gottes Willen. So. Ach ja, das Ziehen ist schön. Das halt eigentlich werfen in die andere Richtung. Was ist denn hier neben mir los? Ein Visquader. Ah ja. Höchst. Frankfurt höchst interessant. Also kann das sein. Hinter den Blumen ist jetzt nicht so sicher. Vor allem da ist ein schwarzes Loch in der Singularität. Ich kann also. Kein Problem. Ach, noch eine Waffe. So. Was ist da hinten? Was ist hier? Ein Spind. Mit Credits. Na. Wir haben noch... Verdammt, sie ist verletzt. Sie braucht sofort Hilfe. Sean. Können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Mhm. Schön mit den Wasserfällen hier. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.